Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Bonner Wirtschaftstalk im Kammermusiksaal des Beethovenhauses. Unser Thema: Bonn als Standort für Kultur- und Kreativwirtschaft. Ist diese Stadt eine Stadt der Kultur? Würden die Bonner bei einem Bürgerbegehren für ihre Oper stimmen oder sie abschaffen? Wie viele kreative Menschen denken, leben, arbeiten eigentlich hier in der Region? Was bedeutet das für die Lebensqualität? Kurbelt das die Wirtschaft an? Wo stehen wir im Moment und wo wollen wir hin? Das sind die Fragen, die ich in der nächsten Stunde diskutieren möchte. Und hier sind meine Gäste. Ilona Schmiel, in Hannover geboren, in Berlin aufgewachsen, hat nicht nur Gesang und Schulmusik, sondern auch Kultur- und Medienmanagement studiert. Sie gilt in Deutschland als eine der wichtigsten Managerinnen für klassische Musik. 2004 wurde sie als Intendantin des Beethovenfestes nach Bonn berufen. In diesem Herbst präsentierte sie mit ihrem Team ein Programm mit 174 Veranstaltungen, zu dem mehr als 74.000 Gäste kamen. Rainer Pause ist gebürtiger Essener und lebt seit Studienbeginn 1966 in Bonn. Hier studierte er zuerst Medizin, Germanistik, Kommunikationswissenschaften und Phonetik, bevor er sich ausschließlich dem Schauspiel und Kabarett, der Regie und Theaterleitung und ein kleines bisschen auch dem alternativen Karneval verschrieb. Als Gründer und Inhaber des Pantheon Theaters, als Mitbegründer der alternativen Karnevalssitzung Pink Punk Pantheon, als Moderator des Kabarett- und Satirepreises Prix Pantheon und natürlich als Fritz Litzmann ist er aus dem Bonner Kulturleben nicht mehr wegzudenken und aus dem jenseits der Stadtgrenzen auch nicht. Ulrich Vogt ist Kölner, hat seine Ausbildung bei der Sparkasse Köln-Bonn gemacht, die damals noch Stadtsparkasse Köln hieß. Seine gesamte Weiterbildung hat er in der Sparkassenorganisation absolviert. Heute ist er Vorstandsmitglied der Sparkasse Köln-Bonn. Privat geht er gerne ins Theater und ins Konzert. Beruflich beschäftigt er sich in mehrfacher Hinsicht mit den Kultur- und Kreativschaffenden der Region. Viele von ihnen sind Kunden, Kunden mit speziellem Profil und speziellen Bedürfnissen. Die Sparkasse fördert durch ihre Stiftungen unterschiedliche kulturelle Einrichtungen und sie hat die wirtschaftliche Entwicklung der Region immer fest im Blick. Norman Rentrop stammt aus Bonn, lebt hier und hat sich als Investor einen Namen gemacht. Bereits einen Tag nach seinem 18. Geburtstag gründete er in Bad Godesberg den Verlag Norman Rentrop VNR, aus dem der Verlag für die deutsche Wirtschaft hervorgegangen ist. Heute firmieren unter dem Dach der Verlagsgruppe 10 Fachverlage. Norman Rentrop ist überzeugter Christ. Seit 10 Jahren unterstützt er Bibel-TV, ist Kuratoriumsmitglied von Pro Christ und berufenes Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland. Da frage ich gleich mal offen in die Runde. Gesetzt den Fall, Sie lernen jemanden kennen, der gerade nach Bonn gezogen ist, der neugierig auf die Stadt ist, offen, kulturell interessiert und der Sie fragt, was soll ich am Wochenende denn mal unternehmen? Was raten Sie? Naja, hallo. Aber das ist selbstverständlich. Ich würde sofort sagen, natürlich kommen Sie ins Pantheon. Wunderbar. Und danach? Das Wochenende ist lang. Was könnte er noch machen? Danach wird es ja schwierig in der Stadt. Ah ja. Das muss ich sagen. Danach wird es wirklich schwierig. Wo will man ab 12, 1 Uhr hingehen? Die Zeiten haben sich geändert. Also es war zu der Zeit, als die Regierung noch da war und die vielen Journalisten, gab es Nachtkneipen. Das ist jetzt etwas eng geworden. Okay, jetzt aber die anderen drei. Nur Pantheon, das kann nicht sein. Wo schicken Sie den Neuling, den Bonner Neuling hin? Also mir würde ehrlich gesagt das Kontra-Kreistheater auch gut gefallen. Ich kann verstehen, dass Sie da nicht so eine Affinität zu haben. Aber das wäre etwas, wo ich glaube, man auch sich gut vergnügen kann. Okay, also Pantheon, Kontra-Kreistheater. Frau Schmiel. Ich schicke alle ins Museum, denn die Museumsmeile ist großartig und da gibt es viel zu entdecken. Und ich rede jetzt mal gerade nicht für die Musik. Also ich würde, ja, Kunstmuseum, Bundeskunst- und Ausstellungshalle, Haus der Geschichte. Dann ist man einmal durch und dann ist man schon ein bisschen eingestimmt auf das, was einen in Bonn auch erwartet. Und Herr Reindrup. Ich lade zum Bötchenfahren ein. Also ich fahre ja leidenschaftlich gern auf dem Rhein Bötchen, am liebsten mit der Godesia, dem Ehepaar Münz.
Und dann einfach die. Das kenne ich jetzt als nicht so als Neubonnerin also, sozusagen. Sie sind herzlich eingeladen, da mal mitzufahren. Okay. Wie groß ist das Bötchen? Von 300 Personen passen drauf. Ach so, ich dachte jetzt hier so ein kleines. Von Godesberg bis Linz, Siebengebirge, einfach wunderbar. Da führe ich auch meine Gäste immer gerne aus. Okay, also Natur erleben als ersten Eindruck von Bonn. Ich trage Eulen nach Athen, wenn ich Kulturschaffende frage, warum und wie wichtig die Kultur für eine Stadt ist. Deswegen geht die Frage jetzt erstmal an Herrn Vogt und an Herrn Rentrop. Sind Kunst und Kultur denn wirklich so wichtig? Man könnte auch sagen, mein Gott, das ist was für Schlauschlaus, das hält von der Arbeit ab, das wird als Wirtschaftsfaktor völlig überbewertet. Was sagen Sie? Also aus meiner Sicht im Gegenteil. Also Kunst und Kultur sind extrem wichtig. Sie sind für die Seele wichtig, für den Menschen, auch für die Entspannung. Wir merken das als Unternehmen auch, wenn wir Kollegen begeistern wollen, bei uns zu arbeiten, dass das kulturelle Angebot in Bonn natürlich ein Zugpferd ist, muss man ganz klar sagen. Und man darf auch den Wirtschaftsfaktor überhaupt nicht unterschätzen. Also Kunst und Kultur sind ein großer Wirtschaftsfaktor, insbesondere aber auch hier in Bonn. Also von daher sehr wichtig. Also ich sehe es genauso. Die Mitarbeiter bei uns wollen sich wohlfühlen. Kultur trägt dazu wesentlich bei. Deshalb unterstützen wir auch gern das eine oder andere. Ich lebe gern hier in meiner Heimatstadt Bonn. Ich finde es klasse. Ich finde, wir haben eine optimale Größe. Klein genug, um Parkplatz noch vor der Tür zu finden und groß genug, um alle Annehmlichkeiten der Großstadt zu haben. Frau Schmiele, das kulturelle Aushängeschild der Stadt ist Ludwig van Beethoven. Was macht ihn nach all den Jahren für Sie in Ihrer Arbeit immer noch so spannend? Also für mich ist das einer der Künstler, ich glaube, mit dem man sich ein ganzes Leben lang beschäftigen kann. Und es ist jemand, der in seiner Geschichte als Charakter spannend ist, der für jeden eine Möglichkeit bietet, anzudocken, nenne ich es mal. Zum einen musikalisch, aber aufgrund der Biografie. Und das ist einfach der Künstler in der Welt, der überall verstanden wird, keine ideologischen Probleme aufwirft und eine Utopie mit einer menschenverbindenden Botschaft gesendet hat. Alle Menschen werden Brüder, die eigentlich ein Vorbild sein sollte. Insofern nicht nur Europa-Hymne im guten Sinne, sondern eigentlich eine Hymne für die ganze Welt. Die wahre Herausforderung für eine Intendantin, würde ich sagen, ist ja mit dem Beethoven-Fest nicht nur, ich sag's mal, in der Wolle gefärbte Beethoven-Fans zu erreichen. Wie schaffen Sie das? Ja, das Spannende ist ja, dass man jedes Jahr neu Beethoven erfindet in der Frage der Interpretation, in der Situation, dass das Live-Erlebnis aus meiner Sicht eines der wichtigsten ist, was man überhaupt jemandem gönnen kann. Ich finde, jeder Mensch sollte ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben haben, egal ob er 5 Jahre alt ist oder 95. Und das geht mit Beethovens Musik ganz besonders gut. Das geht aber auch einfach mit bester Qualität von Künstlern hervorragend. Und das ist unsere Aufgabe. Wir versuchen immer wieder, neue Menschen zu begeistern. Und deswegen ist das Angebot sehr groß. Es geht eben nicht nur um Werke von Ludwig van Beethoven, sondern es geht in diesem Jahr, in 2012 zum Beispiel, ging es bis hin zum Rap. Sammy Deluxe war bei uns. Wir haben sehr, sehr viele Angebote für Schüler, für Menschen, die sich für uns interessieren, die bei uns arbeiten wollen, in unterschiedlichsten Belangen. Und das ist ein Thema, was uns sehr mit beschäftigt. Und wir gehen mit Beethoven in die Stadt, etwa wenn wir beim Eröffnungskonzert Public Viewing auf den Münsterplatz übertragen haben und dieses Jahr am 7. September über 5000 Menschen bei fantastischem Wetter zugegeben ein Eröffnungskonzert mit der 9. Symphonie gehört haben, mit dem City of Birmingham Orchestra, dann gehen Träume in Erfüllung und das ist etwas, was man den Menschen auch gerne gibt, Sehnsucht, Träume und etwas so, wie Herr Vogt es eben auch sagte, für die Seele. Und ich denke, das kann diese Musik ganz besonders gut und das können die besten Künstler sowieso. Man merkt Ihnen die Begeisterung wirklich an. Seit 8 Jahren sind Sie hier. In 8 Jahren steht der Stadt mit dem 250. Geburtstag von Beethoven ein Riesenjubiläum ins Haus. Das wird sicher ein Mega-Event. Reicht das als Perspektive oder braucht Bonn noch mehr? Das reicht nicht. Das ist ganz klar. Wenn ich hier sitze, dann kämpfe ich natürlich für Rahmenbedingungen in dieser Stadt. Und ein 250. Geburtstag ist wunderbar. Der wird auf der ganzen Welt gefeiert. Das muss man sich auch klar machen. Beethoven ist eine letztendlich universelle Figur, ein Komponist, der in jedem Land, in jedem Kontinent gefeiert wird. Und ich finde, Beethoven hier in Bonn muss ganz besonders zelebriert werden. Und da geht es nicht nur um das inhaltliche Programm. Das ist klar, dass wir Beethoven ins 21. Jahrhundert überführen wollen, mit allen Beethoven-Institutionen zusammen, aber vor allen Dingen auch mit allen Kulturinstitutionen hier in der Stadt. Die nehme ich alle gerne mit in die Pflicht. Und ich glaube, dass man da auch was ganz Besonderes machen kann, was einzigartig ist. Aber wir brauchen Rahmenbedingungen und wir brauchen einen Ort.
Und wir brauchen einen Stolz auf einen Ort, auf einen großen, fantastischen Konzertsaal und auf ikonografische Architektur. Und das ist etwas, was ich mir sehnlichst wünsche, denn so schön wie Bonn ist, ich sage mal, es hat die Power und den Charme einer Provinzstadt, das meine ich aber positiv, aber so sehr braucht man, finde ich, ein Aushängeschild und einen Ort, wo Menschen, die schon Fans sind, aber vor allen Dingen auch junge Menschen, einen Stolz auf etwas entwickeln, dass sie da unbedingt mal rein wollen. Was ich eigentlich wissen wollte, ist, ob Sie meinen, dass das reicht. Also reicht es für Bonn zu sagen, Mensch, wir haben diesen Beethoven und der läuft rauf und runter und wir haben das Beethoven-Festival und das Orchester und dies und das und vielleicht irgendwann das Festspielhaus und alles toll? Oder darf sich Bonn auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen? Sie dürfen sich nie auf Lorbeeren ausruhen. Und ich wünsche mir einfach viel mehr Grandezza, um zu sagen, wir haben das, wir sind das, wir leben das und wir wollen das auch, unabhängig von einer Größe einer Stadt. Das interessiert mich gar nicht. Denn jemand, der wie Beethoven hier aufgewachsen ist, der diese Dinge hier mitgenommen hat in seinen ersten Jahren, der hat einfach eine andere Größe auch verdient. Und das würde ich mir wünschen. Viel mehr Stolz auf das im positiven Sinne. Jetzt habe ich aber noch eine... Ja. Jetzt habe ich zu Beethoven noch eine kleine letzte Frage. Mir fällt das auf, wenn ich an Beethoven denke, der guckt immer so grimmig. Gibt es nur dieses eine Bildnis von ihm? Sie sind Fachfrau. Oder warum nimmt man, oder? Der guckt immer total böse. Ja, das ist doch wunderbar. Da kann man sich viel rein geheimnissen und daran abarbeiten. Genau. Okay. Reinhard Pause. Können Sie Beethoven noch hören? Natürlich, großartig. Aber ich meine, muss dazu sagen, also wenn man stolz ist, auf diese Stadt zum Beispiel, wenn Sie das so sagen, dann denke ich natürlich nicht nur an Beethoven. Da gibt es ja vieles. Bonn ist zum Beispiel das Tor zur Rheinromantik. Oder, da gibt es also ganz viele Sachen, die man erwähnen sollte. Und finde ich, wenn ich stolz sein möchte auf eine Stadt, dann würde sich das nicht nur auf ein Gebäude konzentrieren, weil Sie das gerade so gesagt haben mit dem Festspielhaus. Also ich finde großartig, wenn wir ein neues Festspielhaus bekommen und auch noch schöner, wenn es eine großartige Architektur ist. Und, aber noch besser, wenn es auch bezahlt wird. Also das muss man auch dazu sagen. Also das große Problem scheint mir ja in Bonn zu sein, dass viele Ideen herumschwirren und wie zum Beispiel auch das World Conference Center. Und im Endeffekt kann es dann nicht bezahlt werden. Das ist natürlich traurig dann. Finde ich. Also ein bisschen machbar muss ja alles sein. Und dann denke ich mal, sind die Banken natürlich im Spiel. Wenn so viel rumgezockt wird, Sie könnten das Geld auch mal besser anlegen. Ja. Was ich mit der... Da würde ich aber gerne drauf eingehen, weil ich muss... Da gehen Sie mal gleich drauf ein. Ja, ja. Ja, gut. Wir sitzen ja hier im Beethovenhaus. Und dieses Beethovenhaus wäre längst zerfallen, wenn nicht vor etlichen Jahrzehnten Bonner Bürger zusammengelegt hätten. Und ich will einfach mal die hohe Stiftungskultur hier bei uns in Bonn erwähnen, auf die ich auch wirklich mit Freude immer wieder hinweise. Und möchte auch darauf hinweisen, dass gerade es die Sparkasse Bonn, jetzt Köln-Bonn ist, die eben diese Stiftungskultur auch am Leben hält. Extra auch eine Bürgerstiftung errichtet hat, die eben anstiftet. Ja, und von daher muss ich schon sagen, Ihr Argument finde ich vollkommen richtig, es muss auch bezahlt werden. Ja. Und da möchte ich einfach auch nochmal daran appellieren, wir kommen nun mal alle nackt auf diese Welt und wir gehen auch alle nackt von dieser Welt. Also wenn wir etwas wollen, dann dürfen wir durchaus auch mal daran appellieren, ob nicht Bonner Bürger wieder wie damals, als das Beethovenhaus drohte zu zerfallen, wieder zusammenlegen und dazu beitragen, dass wir das, was wir haben möchten, dass das auch bezahlt werden kann. Meine Frage, die sich an Beethoven jetzt mal aufgehängt hat, war eher die, wie schwer es für die freie Theaterszene zum Beispiel ist, gegen diesen super Sohn der Stadt anzukommen. Also ich glaube, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass wir, wenn ich da sage wir, dann meine ich dann die freien Kulturveranstalter, dass wir gegen Beethoven ankommen müssten. Jede Form der Kultur ist zu fördern. Also, und auch die blödesten Ideen, jede Subkultur ist sozusagen die Basis für jede höhere Kultur. All das muss seinen Ort und seinen Platz finden und es braucht auch eine Förderung. Das muss nicht immer eine finanzielle Förderung sein, aber sie muss auf jeden Fall gestützt werden von überall. Wenn das nicht mehr passiert, dann nutzt auch kein sozusagen ein großer Überbau mehr, dann nutzt auch kein Festspielhaus, wenn dahinter später nichts mehr stattfindet. Das meine ich damit. Also es muss eine breite Kulturförderung stattfinden. Hat sich denn da aus Ihrer Sicht in den letzten
20 Jahren, sage ich mal, seit 20 Jahren leiten Sie das Pantheon Theater, das weit über Bonn hinaus bekannt ist. Jetzt haben Sie gerade noch mal, seit 25 schon, okay, eine Spielstätte eröffnet, das Casino ist gerade eröffnet worden. Wie hat sich denn die Bonner Szene in diesen 25 Jahren entwickelt aus Ihrer Sicht? Ja, grandios. Wenn man sich das überlegt, das hätte man sich früher gar nicht vorstellen können, dass mittlerweile, ich glaube, oder über 320.000 Zuschauer freie Produktion sich angucken, jedes Jahr in Bonn. Das ist schon unglaublich. Also 80.000 Besucher hat allein das Pantheon im Jahr. Das ist enorm. Das hätte ich niemals gedacht, dass sowas passieren würde. Aber da sieht man, dass ich... Es ist erstaunlich, wenn ich das kurz einhaken darf, dass das junge Theater Bonn schon im sechsten Jahr in Folge das Theater ist mit den höchsten Zuschauerzahlen von Jugendtheater. Ja. Wusste ich nicht. Großartig. Ja. Also das ist eben auch Bonn. Und man muss sagen, so sehr die Zuschauerzahlen in diesem Bereich der Kultur gewachsen sind, umso stärker sind die Zuschüsse geschrumpft. Das ist eine merkwürdige Entwicklung und macht natürlich, hinterlässt das auch bei den Verantwortlichen einen gewissen Frust, weil es fehlt nicht an Anerkennung, denn sonst würden ja, Zuschauer sind ja auch eine Anerkennung, das ist ja ein riesiger Erfolg. Aber man stößt an die Grenzen der Organisierbarkeit, der Machbarkeit dann einfach. Wie ist denn dann, wenn das so ist? Freie Theater werden, Sie sagen es gerade, kaum oder gar nicht subventioniert, müssen also um die Relevanz sozusagen im Portemonnaie der Zuschauer suchen. Kämpft dann jeder nur für sich oder fühlt man sich trotzdem eigentlich auch mit als Marke Bonn, dass man Bonn mitprägen will? Ja, zunächst mal muss man als Unternehmer, der ich ja bin als Theatereigner, muss man erstmal gucken, dass man selbst seinen Laden hinkriegt, ist ja klar. Aber selbstverständlich schließen wir uns auch zusammen und versuchen, was zu erreichen, was aber nicht einfacher ist. Also man kann ja eigentlich nur sich an die Politik wenden. Die Verwaltungen sind eigentlich sehr willig, aber insofern ist es die Politik, die andere Prämissen setzt. Also einfach dann auch sagt, gut, die freie Kultur kommt offensichtlich so aus oder machen nicht so viel Geschrei vielleicht und also müssen sie mit weniger auskommen. Das ist ein sehr kurzfristiges Denken. Sie haben das vorhin schon gesagt, es gibt ja ohne diese breite Kultur in einer Stadt ist eine Stadt, wird eine Stadt langweiliger. Das ist ja völlig klar. Keiner will jeden Tag Beethoven hören. Das ist einfach so. Es wäre Ihnen sehr... Ja, aber das wollte ich damit sagen. Sie füllen Ihr Festspielhaus nicht jeden Tag mit Bonner Bürgern. Und das ist genau der Punkt. Also auch wie ein Festspielhaus eine überregionale Ausstrahlung haben muss, so sehr muss auch in Bonn, müssen die Häuser, die eine andere Kultur anbieten, auch unterstützt werden und gefördert werden. Und das ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel Geld, aber wird sozusagen, es wird so hart, im Moment die Schraube so hart zugedreht, dass manche Häuser auf dem Spiel stehen. Und das, ein geschlossenes Theater ist ein Theater, was nie mehr aufmacht. Das ist in der Regel so. Und das wäre ein Riesenverlust. Davor warne ich sehr entschieden. Jedes Jahr werden im Kulturstädte-Ranking die 30 größten deutschen Städte miteinander verglichen, also von Berlin, Hamburg, München, Köln bis hin zu Braunschweig, Chemnitz und Kiel. Verglichen werden dabei Kulturproduktion, also wie viele Fördermittel gibt es, wie viele öffentliche Kulturausgaben, wie viele Theater- und Opernsitzplätze, wie viele Beschäftigte in der Kulturwirtschaft und aber auch die Kulturrezeption. Das heißt, wie viele Leute gehen denn wirklich in dieser Stadt ins Museum, in die Theater, oder in die Oper. Und jetzt möchte ich mal zu Ihnen ins Publikum kommen, weil ich persönlich fand es spannend. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht nur lauter Experten hier. Ich würde gerne von Ihnen wissen, vielleicht erstmal, wie gerne und wie häufig nutzen Sie das Kulturangebot Ihrer Stadt? Viel zu wenig, wie ich jetzt höre. Sie hören gerade heute Abend, was man hier alles machen könnte. Ne? Aber haben Sie eine Idee, welche Stadt das Städte-Ranking anführt und wo Bonn zwischen 1 und 30 so ungefähr liegen könnte? 17, 18. Okay, und was glauben Sie, wer führt das an, diese Liste? Tja, man ist wahrscheinlich geneigt, die Großstädte zu nennen, aber wahrscheinlich gibt es auch kleine, Braunschweig vielleicht, Kiel, das ist die Küste in der Nähe, könnte sein. Okay, das verrate ich schon mal, das ist Stuttgart. Stuttgart steht auf Platz 1 im Kulturstädte-Ranking. Ihr Tipp für Bonn, wo steht Bonn? In der Mitte. In der Mitte, okay, jetzt frage ich mal hier links rüber. Gehen Sie gerne und häufig hier in Bonn ins Theater, ins Konzert, ins Museum? Ich gehe sicherlich auch viel zu selten, aber wenn es irgendwie geht, schon, ja. Also, und macht auch Spaß hier. Ich glaube, nach dem heutigen Abend können sich die Theater nicht mehr retten. Und was glauben Sie, wo Bonn liegt zwischen 1 und 30? Ich hoffe höher, 7.
Haben Sie eine Idee? Also ich würde mal schätzen, irgendwo zwischen, ja, bei 10 irgendwo. Weil das Kulturangebot der Stadt Bonn finde ich sehr interessant und sehr vielseitig. Insofern hoffe ich zumindest bei 10. Okay, sollen wir das Geheimnis schon lüften? Sie sind die Siegerin, wenn ich das mal so sagen darf. Sie waren am nächsten dran. Es ist nicht Platz 7, sondern es ist sogar Platz 5, auf dem Bonn gelandet ist im Kulturstädte-Ranking. Und falls Sie das interessiert, also Stuttgart sind die Ersten, Dresden auf Platz 2, München Platz 3, Berlin Platz 4, Bonn 5 und da müssen die das Rheinland jetzt halt durch. Düsseldorf auf Platz 11 und Köln auf Platz 14. Herzlichen Glückwunsch, Bonn! Seit 2010 entwickelt Bonn ein, warum habe ich das überhaupt, brauche ich gar nicht, ein Gesamtkonzept für den Kulturstandort Bonn mit Entwicklungsstrategien und Leitlinien und Perspektiven für die nächsten 10 Jahre. Da sitzen 150 Vertreterinnen und Vertreter des Kultur- und Stadtlebens an runden Tischen zusammen und diskutieren. Und Bürgerbeteiligung ist da ausdrücklich erwünscht und wird auch eingefordert. Und das Zwischenergebnis ist eigentlich ziemlich gut. Man kann natürlich noch eine Menge machen. Ein Zwischenergebnis des Gesamtkonzepts für den Kulturstandort Bonn ist, dass die Stadt sehr viel Potenzial hat. Das haben wir ja auch schon, glaube ich, so ein bisschen heute Abend bisher rausgehört. Gerade auch zum Beispiel im Bereich der Musik, dass dieses Potenzial aber weitgehend unsichtbar ist. Also ich würde gerne auch noch mal ein bisschen auf alternative Kultur hinweisen. Ich habe Bonn immer als sehr lebendig empfunden, genauso wie wir enormen Gründungsüberschuss hier in Bonn haben, was Unternehmen angeht. So finde ich es einfach großartig, dass wir so viele freie Träger von Kultur haben. Herr Bauser, möchte ich Sie wirklich deutlich nochmal ansprechen. Ich finde das einfach klasse, diese Ideenfreude. Ich finde es traurig, dass wir beispielsweise nicht mehr rein Kultur haben werden. Ich finde es auch traurig, dass wir nicht mehr so viel Kultur zwischen unseren großen Museen auf der Museumsmeile haben werden. Also bei allen Gesamtkonzeptionen, Gesamtstrategien würde ich gern einfach den Kulturbegriff auch etwas weiter gerne sehen. Und ich erlebe es auch in anderen Bereichen, wo die Mentalitätsfrage, wollen wir einfach eine Stadt sein, wo wir fördern, oder wollen wir eine Stadt sein, wo wir kleinlich Vorschriften umsetzen? Ich will ein Beispiel nennen. Wir unterstützen seit Jahren den Predigtpreis, Predigtkultur. In der Bonner Schlosskirche kommen etwa 400 Teilnehmer jedes Jahr. So, jetzt gibt es einen Beamten des Brandschutzes, der sagt, 400 Plätze hat die Schlosskirche, es dürfen aber nicht mehr 400 Menschen in die Schlosskirche rein. Begründung, nicht, dass etwa die Brandwege zu eng seien oder so. Das ist alles bei Brandschau genau festgestellt worden, die sind breit genug, wie seit eben Jahrzehnten in der Bonner Schlosskirche immer Menschen reingegangen sind. Das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, der uns angegeben wird, die Bonner Schlosskirche sei kein Versammlungsort. Okay. Aber das ist genau ein Thema, was Sie hier ansprechen. Es gibt eben zu viel Verhinderer, zu viel Bedenkenträger und Künstler an sich, und das ist ja das Gute, sind Querdenker und fragen nie, warum sie ihre Kunst machen. Und das ist das, wofür wir brennen als Macher von Kunst, als Umsetzer, ob in der freien Szene oder in ganz anderen Ligen sozusagen, wenn man so denken will. Das ist, glaube ich, vollkommen egal. Das Wichtigste ist, dass die Qualität funktioniert, dass man an diesen Punkten zusammenhält und dass die Kreativität aus so einer Stadt nicht verschwindet. Und da muss man sich eben in dem Fall natürlich zusammenrotten, oder auch in Ihrem Fall, rotten meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, um einfach etwas bewegen zu können, was aus diesen Köpfen und aus diesen Bahnen herausgeht. Und da nochmal vielleicht, deswegen bin ich nicht nur Fan sowieso von Beethovens Musik, er war immer seiner Zeit voraus, er war störrisch, das war vielleicht auch ein bisschen in den Blick zu sehen. Und ich glaube, das muss man als Vorbild nehmen. Ja. Und da muss man einfach bestimmte vermeintliche Grenzen sprengen. Ja, vor allen Dingen, was ich noch dazu sagen wollte, eigentlich zu Ihrem Argument vorhin, wie gefährlich das ist, wenn man zu kleinlich wird. Da geht es vor allen Dingen auch um Rheinkultur zum Beispiel oder um die Konzerte auf dem Museumsplatz. Das waren dann Orte, wo Menschen auch, also Künstler auch gerne hingekommen sind. Und wenn man solche Orte hat,
Nicht? Dann darf man sie nie mehr aufgeben. Das ist total wichtig. Und das hat ja auch dann letzten Endes mit Personen zu tun. Da gibt es Netzwerke. Wenn die Personen, die dann einladen, nicht mehr da sind, kommen auch Künstler nicht mehr. Und dann geht natürlich unheimlich viel für eine Stadt verloren. Das ist doch großartig, was wir alles hier, alle Künstler, also zum Beispiel alle satirischen Künstler, alle, die einen Rang und Namen haben im deutschsprachigen europäischen Raum, treten alle in Bonn auf. Ne? Also ich denke mal vor, wenn das Pantheon zum Beispiel nicht mehr existieren würde, das wäre ein riesen Skandal, weil dann gäbe es den Ort nicht mehr, dann würden die Hälfte würden nicht mehr kommen, weil dann ist so, oh, ist kein Ort mehr richtig da und wir wissen auch nicht, wie die anderen sind und ne, wenn da noch was nachwächst. Und so ist es in jedem anderen Bereich auch. Das darf man niemals aufgeben. Das vergessen Politiker. Die denken überhaupt nicht drüber nach. Da kann man auch sagen, was man will. Das macht mich wahnsinnig. Ne? Ja, nein, es ist wirklich, ja. Ich hab das kann man hinterher mit Geld auch nicht mehr aus der Welt schaffen. Man kann nicht etwas mit Geld neu gründen. Man muss das, was da ist, unterstützen, dass es weiter existieren kann und sich weiterentwickeln kann. Das ist unglaublich wichtig. Ja. Setzt Bonn vielleicht ein bisschen zu sehr auf etablierte Kultur? Ist die Stadt, sage ich jetzt mal ganz frech, zu piefig für Underground? Muss Kultur aber nicht auch schräg und schrill sein? Wird darauf zu wenig eingegangen in dieser Stadt? Ja, zum Teil ist es ja nur so. Entschuldigung, also ist ja nur zum Teil so. Natürlich gibt es noch ein paar Orte. Aber richtig, also es gibt ja die Brotfabrik zum Beispiel, das ist ja, wäre so ein Ort, wo es stattfinden könnte, aber die haben gar keinen Raum mehr richtig dafür. Früher wurde mal diskutiert, in der Fassbinderfabrik, also in solchen Räumen da was zu machen. Und viele, die flüchten auch alle. Die haben alle resigniert. Sie gehen nach außerhalb oder gehen nach Köln oder so. Und ich habe auch deshalb zum Beispiel dieses Casino, was ich jetzt gerade neu aufgemacht habe, dass der einzige Grund ist eigentlich, dass man da was ausprobieren kann. Wozu eigentlich im Pantheon kaum eine Möglichkeit ist, weil da muss ich darauf achten, dass auch wirklich 250, 270 Leute da sind, damit sich das überhaupt rechnet. Da sind 110 Leute, passen da rein und können da richtig Krach machen. Ja, die können alles Mögliche ausprobieren, das ist wunderbar. Und deshalb habe ich es gemacht, aber finanziert hätte mir das keiner. Ja, das sagt ja, tolle Idee, aber, ne? Aber einer muss es ja machen, mein Gott, nochmal, das ist das. Wie wäre es mit einem kleinen Extra-Applaus für Rainer Pause und sein Engagement? Aber Frau Schmiel, ich glaube, Sie wollten eben auch was dazu sagen. Das ist ja genau ein super Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben. Das Casino steht ja wie ein Vorbild für das, was hier fehlt. Und da bin ich ganz bei Ihnen und bei all denjenigen, die sagen, dass für die populäre Kultur das fehlt, sehe ich ganz klar so. Natürlich braucht man Überräume, natürlich braucht man Keller, man braucht einfach auch ein paar coole Locations, die wir wirklich nicht haben. Unter dem Aspekt sind wir hier piefig, ja, würde ich sofort sagen. Aber ich glaube, man darf das eine nicht vergessen, dass man genauso diese Spitze braucht, damit es wirtschaftlich, wenn wir auf unser Thema des Anfangs zurückkommen, eben am Schluss funktioniert. Und es ist, glaube ich, ein Fehlglaube zu meinen, wenn man die Spitzenkultur auch der Klassik verliert, dass der ganze Rest am Schluss mehr hat. Das ist nicht so. Und deswegen plädiere ich dafür, genau in diese beiden Richtungen zu denken. Und ich denke, wenn die Spitze funktioniert, entwickelt sich Breite sowieso noch viel besser. Aber wenn man Spitze kappt, ist sie weg. Und wenn man die Spitze und die Qualität kappt, das wieder aufzubauen, dauert Jahre bis Jahrzehnte oder man schafft es nie. Und die Gefahr sehe ich im Moment an vielen Orten. Deutschland ist der größte Platz für kulturelle Dichte weltweit und übrigens in Nordrhein-Westfalen, hier in dem Gebiet, in dem wir uns befinden, sowieso weltweit einsame Spitze im Hinblick auf die Kulturinstitutionen. Und wir müssen was dafür tun, damit wir Modelle entwickeln, wie es weitergeht, wie es innovativ weitergeht, ohne dass wir nur an Traditionen festhalten, sondern dass es auch neue Dinge gibt, die sich entwickeln können. Da bin ich ganz bei Ihnen und da geht es auch um Finanzierungsmodelle, vollkommen klar. Und gute Ideen. Reden wir ja drumherum, wenn man sich überlegt. Also sag mal, auch als wir jetzt noch 30.000 Euro bekommen haben, Pantheon, das hieße ja im Grunde, dass dann ein Platz irgendwie subventioniert wird mit, weiß ich nicht, kann man sich ja ausrechnen, irgendwie 30 Cent oder sowas. Mhm. Ne? Wenn man das vergleicht mit 200 Euro pro Opernplatz oder so, dann ist da ein merkwürdiges Missverhältnis, so möchte ich sagen. Wenn da schon ein Euro wäre schon Wahnsinn, ne? Das wäre ja schon wieder toll. Und das meine ich eben. Dieses Verhältnis ist verloren gegangen. Also ist keinem Bürger, glaube ich, wirklich klar zu machen, warum 199 Euro für den Opernplatz nicht reichen würden und dafür 1 Euro für die freien Theater pro Theaterplatz. Verstehen Sie? Das muss irgendwie vermittelbar werden. Sonst kommen wir in eine Situation, wie es in anderen Ländern auch ist. Amerika kommt auch ohne Subventionskultur aus.
Ne? Dann kommen wir zu anderen Modellen. Da ist auch ganz viel verloren gegangen. Ne? Ja, ich weiß. In höherem Maße als wir ein Mäzenatentum. Ich glaube, das ist etwas, an dem wir noch definitiv arbeiten müssen, wo ich insbesondere auch in Bonn, aber sehr positive Tendenzen erkenne, denn gerade das Thema Stiftungen, Rentrop brachte das ja auch schon mal eben, das hat in Bonn einen enormen Stellenwert. Ja, da passiert unheimlich viel, wird unheimlich viel getan. Und ich glaube, wenn man diese positiven Entwicklungen dann in diese Richtung lenken würde, stärker vielleicht noch in Richtung Kultur, Richtung freie Kultur, da könnte man eine Menge bewegen ohne staatliche Gelder. Aber Sie sagen, man könnte. Diese Diskussion läuft doch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wir stehen doch vor keiner völlig unerwarteten Situation, sondern es wird einfach, man lässt es einfach weiterlaufen. Das ist die Gefahr. Ich habe auch mit Vertretern von Telekom oder Post schon mal geredet. So. Aber die wollen natürlich lieber was Großes subventionieren. Das muss ja was hergeben, das muss ja auch Werbung sein. Da muss dann ja sagen, ja, die Telekom hat mal wieder was und so weiter. Aber die wollen ja nicht dann irgend so ein Kellertheater und subventionieren. Das ist genau der Punkt. Und mit Satire macht man sowieso. Da hat man Angst davor, da wird man heute durch den Kakao gezogen. Soll dafür noch Geld geben. Ich war das ja. Aber davon lebt die Kultur, das ist es doch. Ne? Von der Vielfältigkeit. Ja, die Kultur lebt ja auch davon, dass immer wieder Neues entsteht. Und ich muss mal ganz klar sagen, sorry, aber Herr Vogt, Amerika ist für mich überhaupt kein Beispiel. Das, was in den USA läuft an Kultur, egal ob auf welcher Ebene, ist mäzenatisch gesteuert und heißt, die Autonomie der Kultur ist komplett verloren gegangen. Das heißt, wer zahlt und wer dort in Kassen einzahlt, bestimmt am Schluss auch mit das Programm. Also meine Intendantenkollegen dort vor Ort und übrigens Philadelphia Orchestra ist fast pleite gegangen, ist jetzt gerade gerettet worden. Ich würde nicht sagen, dass das das bessere Modell ist. Heißt nicht, dass alles so bleiben muss. Wir müssen an Verträge ran, wir müssen an Vertragsstrukturen natürlich ran. Wir müssen uns Modelle anschauen, wie man Orchester, wie man Theater in Zukunft auch zusätzlich anders finanzieren können muss. Ganz klar. Aber ich plädiere noch mal ganz deutlich dafür, da sind wir ein Vorbild, wie das hier in Deutschland noch läuft. Und ich warne vor kompletten Switch in andere Länder. Herr Vogt, damit ich nicht falsch verstanden werde, das will ich auch gar nicht. Aber wenn wir feststellen, wir haben aus den öffentlichen Kassen heraus nicht ausreichend Geld, um die Kultur so zu fördern, wie es sein muss, dann muss das eben als zusätzliches Element dazukommen. So, eine, ich sag mal, bezahlte Kunst, so wie sie in Amerika ist, würde ich auch nicht wollen. Definitiv nicht. Aber wir müssen uns Ergänzungen überlegen und das können wir als Sparkasse, wir tun viel, aber das können wir nicht alleine tun, sondern da muss es noch mehr bürgerschaftliches Engagement geben als nur unseres. Da wollte ich nämlich gerade hin, nämlich zu sagen, Subventionierung ist das eine, Mäzenatentum vielleicht das andere, aber wirklich lebendiges Kulturangebot ist nur dann möglich, wenn auch die Bürger sich entsprechend in ihrer Stadt und für ihre Stadt und die Kultur engagieren. Die Sparkasse Köln-Bonn zählt zu den größten Stiftern der Region. Kultur spielt dabei eine große Rolle. Alleine 3 gibt es hier in Bonn. Aber wie sehen Sie das? Ruhen sich die Menschen hier in der Region darauf vielleicht auch so ein bisschen aus, dass die Großen, also die Sparkasse Köln-Bonn oder auch die Post oder Telekom, alles machen? Also würden Sie sich wünschen, dass auch mittelständische Unternehmen, lokale Unternehmen sich für die lokale Kultur engagieren? Und auch zahlen? Das wäre natürlich immer schön, gar keine Frage. Ich meine, wir haben ja heute eindrucksvoll gehört, dass der Bedarf da ist. Insofern kann man jeden nur dazu aufrufen, sich da zu engagieren. Aber nein, ich glaube, ausgeruht wird sich nicht, vor allem nicht vor dem Hintergrund, was auch Herr Rentrop gesagt hat, da passiert in der Stiftungslandschaft in Bonn wirklich viel. Natürlich ist es schön, dass man die DAX-Unternehmen hat, die viel tun. Der Bund tut einiges, wir bemühen uns, das unsere dazu zu tun. Aber eben weil Bonn so eine reiche Stadt ist, gibt es eben viele Stiftungen und viele Stifter. Und jetzt muss man versuchen, und da sind natürlich auch Sie gefordert, Herr Pause, für die eigenen Themen zu werben und zu versuchen, dass man Stifter dafür begeistert, dazu begeistert, für die eigenen Themen denn dann auch Stiftungen ins Leben zu rufen. Wir reden ja heute Abend jetzt nicht nur über das reiche kulturelle Angebot, sondern auch über Kultur als Wirtschaftsfaktor oder Bonn als Wirtschaftsstandort in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Herr Pause, ist Kultur für Sie auch Wirtschaft? Ja, sie muss ja wirtschaftlich durchgeführt werden, also organisiert werden, sonst wäre das Band ja schon lange pleite. Das heißt, man muss genau aufpassen, dass man es auch hinkriegt irgendwie. Insofern ist das auch natürlich Wirtschaft, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, weil ich denke, all die vielen Menschen, die zu uns kommen, die kommen auch von außerhalb zum Teil.
die bleiben dann den Abend über in der Stadt oder sind tagsüber schon da und so weiter. Also da denke ich mal, das ist wichtig und auch indirekt. Ich denke, da werden die beiden Herren mich bestimmt bestätigen, denn all diejenigen, die nach Bonn kommen, angeworben werden von großen Unternehmen und es kommen ja immer mehr Menschen nach Bonn, die hier arbeiten wollen, wollen natürlich auch sowas haben wie Kultur am Abend, sonst interessiert einen. Da überlegt man sich auch, nee, dann gehe ich doch lieber nach Leipzig und so, da soll doch jetzt auch so viel los sein oder sowas. Ne? Also wenn hier nichts passiert, dann sagen wir, es ist tote Hose in Bonn, nee. Und da, finde ich, könnte noch mehr passieren. Also ich finde, da ist zum Beispiel sowas wie der Standort, wenn man redet immer vom Standort, Alleinstellungsmerkmal ist ja auch so ein Begriff. Da denke ich, wir haben was ganz Tolles. Wir haben den Rhein zum Beispiel, wir haben diese wunderbare, man sagt ja immer, das wäre das Tor zur Rheinromantik. Die Engländer haben damals das entdeckt, die haben hier, haben die gesagt, boah, ist das toll hier. Da hat der Bonner gesagt, bitte, wo denn? Ne? Ja, der Rhein. Der Bonner hat gesagt, ja, der Rhein, ja, der Rhein. Also der Rhein, da war immer, der floss im Hinterhof vorbei. Die schöne Seite hat man zur Adenauerallee gebaut, da wo die Kutschen vorbeifuhren. Aber der Rhein, da hat man den Müll hingeschmissen, damit er beim Hochwasser den Müll mitnimmt, der Rhein. Also das war's. Die Rheinterrassen sind von Engländern gebaut worden, nicht von Rheinländern. War statt Treppen zu bauen und dem Rhein zu sagen, ja komm, er kommt doch sowieso irgendwann wieder. Nicht wahr? Ja, also das, zum Beispiel so etwas, dann ist das auch für jeden Touristen attraktiv. Für einen Touristen ist es doch nicht attraktiv, bei uns hier in Bonn an den Rhein zu gehen. Ne? Es ist, wer geht da schon runter? Allein schon, dass jetzt hier dieses neue, wie heißt es, Rheinlogen, dieses neue Gebäude gebaut worden. Es gab doch eine lange Diskussion, ob man das überhaupt toll finden soll. Ne? Und dabei ist das auch das ist städtebaulich auch was, das lädt sozusagen ein, an den Rhein zu gehen. Da sind neue Gassen entstanden und sowas. Das findet in Bonn kaum statt. Ich begreife das überhaupt nicht. Also da müsste man eigentlich nochmal eine Initiative gründen. Also wenn Sie das alles gut finden, gründen Sie eine Initiative, endlich den Rhein in die Stadt zurückholen. Nicht wahr? Und nicht sich davor abschirmen. Das ist so ein Ding. Oder Alleinstellungsmerkmal erkennen, das ist natürlich jetzt auch wieder selbstbezogen, wenn ich denke, wir haben, das Pantheon hat den Pri-Pantheon ausgelobt, also eigentlich einen der wirklich begehrtesten und interessantesten Kabarettpreise in Deutschland, so, in NRW sowieso. Aber auch in ganz Deutschland, ja, da müsste doch so ein Oberbürgermeister Schlange stehen und sagen, ich möchte den gerne eröffnen oder irgendwie sowas. Ach, weiß gar keiner was von. Ja. Ja. Also, ich möchte nicht missverstanden werden, ich will das gar nicht, aber er müsste es wollen, das ist doch, er müsste es wollen. Ich will nochmal auf den Rhein zurückkommen, also, ja. Weil die Geschmäcker sind immer verschieden. Aber ganz kurz, ich möchte noch woanders hin. Der Rhein ist super, ich bin gerne da, aber ich muss noch woanders hin. Ich finde das einfach klasse, schöne, breite Promenade. Alle meine Besucher heute Morgen, wieder zwei Herren aus Wroclaw, Breslau, die waren komplette Mengen beeindruckt. Und weder in London, noch an der Seine in Paris, noch in Omaha, Nebraska, finde ich das so schön wie am Rhein hier bei uns. Aber der Herr Pause will noch sagen, es geht noch schöner. Naja, es ging doch um die Frage, wo man noch ausgehen kann. Und letztendlich ab 24 Uhr, wenn die Bürgersteige zugeklappt sind, schwierig. Haben wir mit Künstlern auch das Problem, weil wir essen ja alle gerne nachts, immer nur um eins und so. Und das geht in Bonn nicht so leicht. Und da würde ich mir auch am Rhein sehr viel mehr wünschen. Das wäre doch toll, im Sommer dort draußen zu sitzen. Und ja, das ist eine gute Idee. Das ist wahrscheinlich unter Netzwerk gemeint. Ja. Ja, aber Sparkasse macht mit. Klar. Mal, was wir heute Abend hier alles erreichen, da kommen wir alle zur Eröffnung, oder? Zu dem gemeinsamen Lokal. Ich brauche einen guten Koch. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, weil Sie haben das eben ganz gut gesagt, dass wenn man in eine Stadt kommt, und es stimmt ja, dass inzwischen längst erkannt ist, dass ein Standort, der gut ist in Kultur- und Kreativwirtschaft, attraktiv ist, weil da ziehen spannende Leute hin. Ich würde gern vielleicht mal klären, nochmal, vielleicht könnten Sie es erklären oder die Runde, was genau mit Kultur- und Kreativwirtschaft gemeint ist. Was sind denn kreativwirtschaftliche Menschen? Also bis zur Einladung heute Abend war mir das auch nicht so klar. Als Verlag sind wir selten in die Kategorie Kreativwirtschaft eingeordnet worden. Was ich daraus entnehme, ist einfach, wo sind Kreative gefragt? Sie sind ja heute eigentlich in allen Berufen gefragt, weil wir haben eine Weltwirtschaft in vielen Bereichen. Da ist der Wettbewerb und im Wettbewerb zählt nun mal Kreativität. So auch im Verlagswesen. Ja, Verlagswesen gilt als kreativ, Buchmarkt, Medienunternehmen, also eigentlich alle die kreativ
kreativ arbeiten. Werbeagenturen, Architekten sind alles Kreative, also alles da, wo ein schöpferischer Akt entsteht, der aber auf wirtschaftlichen Gewinn auch durchaus ausgerichtet ist. Das meint Kreativwirtschaft. So, und jetzt kommen wir zur Internetwirtschaft, die ja auch noch mehr von Kreativität vielleicht lebt als alles andere, weil sie sprachübergreifend zu einem wirklich globalen Wettbewerb geführt hat. Gelingt es Menschen, hier nach Bonn zur Internet-Companies zu holen? Do von Frank Thelen, ein Seriengründer aus Bad Godesberg, kann ich nur sagen, ist es gelungen, Menschen, die vor der Wahl standen, gehe ich nach Berlin oder gehe ich nach Bonn, hier nach Bonn zu holen. Ich finde das klasse. Die Branche ist auch wiederum größer, als man vielleicht meint, denn es gibt 55.000 Unternehmen, die unter dem Dach der IHK hier in Bonn-Rhein-Sieg organisiert sind. Und immerhin 10% davon, 5.500, sind im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese Branche, Herr Vogt, das würde ich von Ihnen gerne wissen, die ist sehr kleinteilig organisiert. Knapp 90% dieser Unternehmen sind Klein- und Kleinstunternehmen mit maximal 10, häufiger 5 oder sogar nur einem Beschäftigten. Wie unterscheiden sich diese Unternehmer für Sie in Ihrer Arbeit von zum Beispiel Handwerkern oder von kleinen mittelständischen Unternehmen, die ja ähnlich kleinteilig strukturiert sind? Also was die betriebswirtschaftliche Seite angeht, eigentlich erstmal gar nicht. Aber natürlich braucht man, um mit diesen Kunden gut zusammenarbeiten zu können, ein anderes Know-how, ein anderes Branchen-Know-how, ein anderes Spezial-Know-how. Und was wir auch gerade so in der Medienbranche erleben, auch andere Arbeitszeiten. Denn gerade die Medienbranche arbeitet eben zeitversetzt. Und da muss man sich darauf einstellen, da muss man mit umgehen. Das ist aber auch kein Problem, da stehen wir gerne zur Verfügung. Also insofern keine besonderen Unterschiede, sondern alles Themen, auf die man sich gut einstellen kann und auf die wir uns auch einstellen wollen. Denn es ist in der Tat so, wie wir gesagt haben, Bonn ist ein wesentlicher Standort, gerade für diese Kreativitätswirtschaft und von daher auch für uns eben ein wichtiges Feld. Sie haben das eben schon angerissen. Wie wird denn Bonn als Standort für Kreative wahrgenommen? Kann man sozusagen als Bonner Kreativer auch international arbeiten oder wird man dann eher als provinziell abgestempelt? Wenn mich Londoner necken, hier wäre ja tote Hose, wir hätten so wenig Flughäfen und so sage ich in derselben Zeit, in der ich aus der City of London mit ihren 10.000 Einwohnern, mehr ist das ja gar nicht, an den 5 Londoner Flughäfen bin, in derselben Zeit bin ich hier bei uns an 7 Flughäfen. Dabei zu bleiben, wie ist das mit der Wahrnehmung Bonn als Kreativwirtschaftsstandort, wenn Sie zum Beispiel für Grafik oder PR jemanden beauftragen müssten, der eine Kampagne für Sie macht? Würden Sie da automatisch an Bonner Unternehmen denken oder danach suchen oder vielleicht sagen, auch Berlin, da sind die bestimmt viel hipper? Nein, so denke ich nicht. Ich suche die Besten. Und das ist mir egal, wo die sitzen. Und das ist im Internetzeitalter ja sehr einfach. Man kann überall arbeiten, man kann überall leben. Und es ist die Frage, ob man sich an so einem Ort genug inspiriert fühlt und wohlfühlt. Und für mich persönlich ist das so, dass ich denke, man kann hier sehr gut arbeiten, aber man braucht immer wieder auch mal dazwischen das Chaos von Metropolen. Und man braucht einfach so eine flirrende Luft, die fehlt mir hier. Die kann so eine Stadt nicht bieten, muss sie auch nicht. Und das finden andere auch ganz toll, dass das hier dann eben anders ist. Aber ich glaube, dass das jeder Künstler in unseren Branchen immer wieder auch mal braucht. Und vorhin haben Sie aber auch gesagt, es flirrt hier viel mehr, als man so glaubt. Und das muss man viel selbstbewusster nach vorne stellen. Das ist ja aber eine Frage der Darstellung. Ja? Also das ist eine Frage, wo man leben möchte. Und letztendlich muss eine Stadt entscheiden, mit was will sie sich profilieren. Und da ist hier mehr drin, auf alle Fälle. Herr Rentrop, ein Investor, der guckt ja schon immer drauf, der will ja keinen Verlust machen, der guckt sich das genau an, wo er sein Geld investiert. Wie müsste ein Bonner kreatives Unternehmen sein? Sie sind ja leidenschaftlicher Bonner, aber wie müsste das aussehen, damit Sie investieren? Also ich sage mal ein Beispiel, die Firma Infas, Markt- und Meinungsforschung. Hochkreativ, hervorragende Soziologen bei der Arbeit. Worauf wir gucken als Value-Investoren, also als Investoren, die aus Werten Werte schöpfen wollen, ist erstmal ein auf Dauer verteidigbarer Wettbewerbsvorteil. Und mit Dauer nicht 3 Monate gemeint, sondern 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und länger. Wie ein Familienunternehmer nur mal denkt, in Generationen. Zweiter Punkt, Integrität des Managements. Liebt es das Geld oder liebt es
die Aufgabe. Wir wissen aus der Bibel, Liebe zum Geld, Wurzel allen Übels. Das ist nicht unser Ding. Was wir suchen, ist Passion, Leidenschaft. Aber die also würden Sie in der Kleinkunst jede Menge finden. Ganz genau. Jeden Tag mit Freude ins Büro, ins Theater, auf die Bühne kommen. Und drittens, ein attraktiver Preis. Beispielsweise bei der Firma Infas, die in der alten kanadischen Botschaft sitzt, die in der alten SPD-Parteizentrale sitzt und von hier aus hervorragende Arbeit leistet. Herr Pause, so ein Einzelkämpfer, der jetzt nicht gerade auf Herrn Rentrop als Investor hoffen kann, was muss warum der aus... Eigentlich? Ja, ja, jetzt aber mal, Herr Rentrop. Wie wäre es mal jetzt? Ja, ich weiß nicht, warum Sie das so direkt ausgeschlossen haben. Also von daher, wir haben es aber gar nicht mal richtig hier. Mit Geld umgehen, das weiß man ja. Aber warum investieren Sie nicht in die Kultur? Ja, wir sind uns ja noch nie näher gekommen. Also von daher... Ja gut, dann ist das ja... Dann ist die Zukunft doch schon gerettet quasi, oder? Hier tun sich große Dinge heute Abend, aber solange das noch nicht so ist, solange der Investor nicht da ist, was muss ein Einzelkämpfer der sogenannten Kleinkunstszene oder freien Theaterszene mitbringen, um aus Ihrer Sicht und Erfahrung, um sich im Kulturbetrieb durchsetzen zu können? Einen langen Atem, denke ich schon mal. Also von wegen Einzelkämpfer ist natürlich Quatsch. Man macht nicht alleine ein Theater, sondern ein Theater bedeutet immer, dass da mindestens irgendwie eine riesige Handvolle, zwei, drei Hände voll kompetenter Leute arbeiten, das muss man dazu sagen. Ja. Also es braucht natürlich braucht Durchhaltungsvermögen. Man muss eine Idee haben und man muss das auch durchziehen können. Und man muss die Chance haben, es machen zu können. Das ist ja das. Sonst muss keine Idee was, wenn ich keine Möglichkeit habe, wenn ich nicht gefördert werde. Wenn nicht jemand da ist, der sagt, ja mach mal, ich helfe dir oder so, dann klappt das nicht. Das ist ganz klar. Aber man muss auch das durchkämpfen. Man muss es durchkämpfen, sonst geht's nie. Also eine reine subventionierte Kultur ist keine Garantie dafür, dass es eine gute Kultur ist. Das möchte ich dazu sagen. Also da kann man ruhig klatschen, weil ich finde, also das geht nämlich darauf. Und das ist nicht die Rettung an sich. Also dass dann genug Geld da ist, damit alles versorgt ist, sondern ich will aber auch nicht sagen, der Künstler kann nur dann zur großen Form auflaufen, wenn er kurz vorm Verhungern steht. Also, aber es hat trotzdem was, dass sich beweisen wollen, Lust haben, was Neues zu machen. Das ist ein Motor für die gesamte Arbeit. Ich würde gerne noch eins mal in die Runde werfen. 1991, das ist schon verdammt lange her, ich habe wirklich nochmal nachgucken müssen, hat der Bundestag entschieden, dass das Parlament nach Berlin verlegt wird. Und schon am Tag drauf haben Planer und Fachleute begonnen, die Zukunft Bonns zu diskutieren. Bereits damals wurde die Kultur als zukunftstragende Säule. Es gab mehrere Wissenschaftsstadt, zum Beispiel UNO-Stadt und so weiter. Aber die Kultur wurde schon damals festgelegt als eine der Säulen, die in die Zukunft weisen soll. Vielleicht frage ich Herrn Vogt, Sie als erstes, wie beurteilen Sie jetzt nach 20 Jahre später, nach diesem ja damals für Bonn vermute ich mal auch so ein bisschen schockierenden Entschluss, wie beurteilen Sie die Entwicklung? Wir haben ja so aus unserer subjektiven Gesicht gedacht, naja, die Immobilienpreise werden zusammenbrechen, die ganzen Verbände ziehen weg, es wird Einöde werden. Das waren ja so die Visionen, die man damals mal so hatte. Da ist nichts von geworden. Bonn hat sich im Grunde neu erfunden und von daher finde ich, die Entwicklung ist einmalig, kann man wirklich sagen. Die ist einmalig und da kann man auch stolz drauf sein. Sehen das alle so positiv, weil das war ja nicht unbedingt abzusehen. Die Sorge, wie Sie es gerade gesagt haben, war ja zuerst mal... Also wenn ich mir überlege, wenn ich mir das World Conference Center angucke... Na, das war jetzt mal gerade ein ziemlicher... Es ist ja ein Riesenklotz, der einem noch am Hals hängt. Aber ne? Wenn man tut, muss auch mal das Recht haben, eine Sache richtig in den Sand zu setzen. Ich komme nochmal drauf zurück. Also, das kann man doch nicht so stehen lassen. Das ist doch irgendwie. Es war ein sehr kluger Schachzug unserer Stadtverwaltung, damals das RWI, das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsforschungsinstitut in Essen, zu befragen. Wie sieht das denn aus? Und Essen sagte, es wird etwas runtergehen und dann raufgehen, wie eine J-Kurve. Warum?
Deutschland lebt nur mal davon, dass alles immer funktioniert. Jedes Mal, wenn Bergarbeiter, Bauern, Postgewerkschafter in Bonn demonstriert haben, brach hier der Verkehr zusammen. Wenn das alles nach Berlin geht, wird in Bonn ein richtiger Aufschwung einsetzen. So, jetzt Ihre Frage, wie geht es denn weiter? Ja. Falls der zweite Teil der Regierung nach Berlin ziehen sollte, wird es nicht nochmal so einen J-Kurven-Effekt geben. Weil heute ja alles schon immer klappt. Es gibt nichts, was uns mehr hemmt. Dann würde ich immer weiter auf Bonn setzen, weil ich davon überzeugt bin, dass hier im dicht besiedelten Zentrum Europas immer die Action sein wird. Ja. Trotzdem hat ja noch, also ich muss beim Thema bleiben. Also dieses World Conference Center hat dazu geführt, also dieses Desaster, dass jetzt zum Beispiel der ständige Standort der Klimakonferenz nach Südkorea gegangen ist. Das ist doch jetzt versemmelt und das kostet noch, weiß ich nicht, wie viel, 200 Millionen? Die wir alle zahlen müssen. Also das muss ich mal dazu sagen. Und das wird dann als Argument natürlich dann immer ins Feld geführt werden müssen, weil kein Geld da ist, dass woanders gespart werden muss. Wo als erstes? Bei der Kultur. Nämlich darüber, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Also deshalb darf man das nicht verschweigen. Aber verschwiegen worden ist doch nicht. Wir haben doch eine der besten Zeitungen hier bei uns in Bonn, der Bonner Generalanzeiger. Der hat hervorragend aufgearbeitet. Ja, ja diese Schlimme. Ganze Sache. Und ist immer und immer wieder dran geblieben. Nicht recherchiert, nicht wahr? Und schon platzt das Ei, wenn sie mal still geblieben wären. Nicht? Dann wäre das Ding zu Ende gebaut worden. Ich meine, das ist also, das World Conference Center ist noch, wäre noch mal einen eigenen Abend wert. Ne? Da würden sie auch alle wiederkommen. Ich muss zur Abschlussrunde kommen und in der wollen wir einfach mal so ein bisschen fantasieren. Wir sind 10 Jahre weiter und wir spielen jetzt ein bisschen Bäumchen wechsle dich. Herr Pause. Sie waren in dieser Zeit dann mal in China auf Tournee. Sie waren dort unfassbar erfolgreich, sind als reicher Mann, schwerreicher Mann nach Bonn zurückgekehrt und starten eine späte Karriere als Investor. Worin investieren Sie? Oh ja, in den 10 Jahren, denke ich mal, wird das Pantheon wahrscheinlich in meiner Abwesenheit das World Conference Center übernommen haben. Und ich gucke mal, was ich aus dem alten Keller dann mache. So. Herr Reintrop, Sie sind neuer Intendant des Beethoven-Festes und freuen sich auf die Premiere 2022 im Festspielhaus. Was wird gegeben? Und welchen neuen Impuls haben Sie gesetzt? Also, erstmal Beethovens 9. Zum Zweiten ist es gelungen, genügend Stifter, Mäzene zu finden, die nicht nur die Finanzierung des Baus sichergestellt haben, sondern auch die nächsten 50 Jahre Betrieb sichergestellt haben. Die haben, weil alle eben es mittragen, dazu geführt, dass ganze Klassen, dass unsere Kinder, ihre Freunde alle dorthin kommen und ein volles Haus dort vorhanden ist. Wie alt ist Ihre Tochter dann, wenn es soweit ist? Sie sprachen von in 10 Jahren, die wird dann 21 sein. Na, also, Victoria, ich glaube, sie ist auch hier. Du weißt, was du in 10 Jahren machst. Herr Vogt, Sie haben vor einigen Jahren das Pantheon übernommen. Wie steht es jetzt da? Es hat nicht das World Conference Center übernommen, sondern, macht immer noch Kleinkunst. Herr Pause ist auch noch dabei, denn ohne ihn geht es ja eigentlich nicht wirklich. Und ich glaube, er will auch nicht wirklich aufhören. Und ja, ich warte jetzt noch, würde vielleicht mit dem noch kommenden Vorstand der Sparkasse mal reden, was man denn so zusammen machen kann. Haben Sie schon geahnt, ne? Dass für Frau Schmiel bleibt jetzt Ihr ja, Job. Genau, Frau Schmiel, Sie sind in den Vorstand der Sparkasse Köln-Bonn berufen worden. Was haben Sie dort sofort geändert? Ja, wenn ich könnte, dann würde ich natürlich so für einen gewissen Zeitraum die Zinsen von Stiftungen so extrem nach oben katapultieren lassen, dass alles an Kultur, was hier möglich ist, finanziert wird. Pantheon Theater, die ganze freie Szene und natürlich würde ich total in das Festspielhaus investieren und würde mir wünschen, dass an unserem neuen Friedensplatz dann ein großer Veranstaltungsort auch entsteht. Vielleicht auch mit viel Musik und Kultur. Also, spannende Zeiten wären das in 10 Jahren, wenn das alles so käme. Schauen wir mal, was wird, aber die Zeichen insgesamt stehen gut, glaube ich, für Bonn, für die Region. Ich danke Ihnen, meine Damen, meine Herren, ganz herzlich für die
interessante, spannende, nette Runde. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust haben, sehen wir uns in ein paar Wochen wieder. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann auch dabei sind beim dritten Bonner Wirtschaftstalk. Kommen Sie gut nach Hause, Ihnen noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.